Ah ja, genau so war das. Okay, genau so. Ist mir doch nochmal eingefallen. Aber warum macht man Dick? jetzt... Ah, Dick ist so froh, Sie zu sehen. Dick ist neulich dieser Sack im Raum aufgefallen. Sie brauchen ihn sicher für Ihre Schulaufgaben. Dick hat sowas schon mal gesehen. Dick nennt es einen Schnappsack. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat. Dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Wenn ich so drüber nachdenke, sind die Tierwesen vielleicht bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Dick auch. Sehen Sie? Der Raum wusste genau, was sie brauchen. Und zum Glück kann ihnen Dick zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Das würde mich jetzt auch interessieren. Unser Raum wird erweitert. Kommen Hä, Sie voll mit. cool. Hä, wie cool ist das denn? Unser erster Halt ist das Burggelände. Aha. Wir können jetzt gehen oder Sie wenden sich später an Dick, wenn Sie bereit sind. Ich möchte jetzt. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raums ändert. Nein, das kenne ich schon. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Das kenne ich doch schon. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Das, was ich jetzt habe. Eine kühle, mundfeuchte Atmosphäre. Natürlich ein erdeverbundener wäre schön, warm und gemütlich wäre schön. Nein, das, was ich jetzt habe. Vielleicht ein anderes Mal. Ja, definitiv. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Ja, genau Perfekt. Das. Dick liebt Ausflüge. Ich liebe auch Ausflüge. Ja, ich habe den Tipp gedrückt, um den Herstellungsvoraussetzungen für Pflanzen und Zaubertränke in deinem Werkzeuggrad was? Wie schön. Das war eine dunkle Zeit in Dicks Leben. Dick diente dem grausamsten Zauberer, den er je kannte. Ein schlimmer Wilderer. Dick hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Dick zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Kann ich? Ich nehme an, dass ich die Kühle Wir sind muss. Da. Dick liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn Sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Kann ich jetzt die Schnapp... Wie kann ich die denn jetzt richten? Ich soll... Ah! Das erklärt's natürlich. Musik kann ich hier aber direkt fangen? Da habe ich schon einen. Das ging ja relativ fix. Sie haben einen Knuddelmuff! Magisches Tierwesen gerettet. Ja, sehr geil. Wir können jetzt die Tiere einfangen und zu uns bringen und dann in super kleine Käfige einsperren. Wir belassen es einfach mal. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Dick weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Dick ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Dick empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön. Klar. Wo finde ich einen? Dick weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Dick hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Das ist nicht gut. Dick wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Warte mal. Aber ich bin bereit. Nein, bleib hier. Okay, wir müssen dahinter in die Richtung. Ich will sofort dahin. Ich will Greifzähmen. Boah, jetzt habe ich Bock. Wofür ich greife? Oder greifst? Warte mal, deine Ausrüstungsplätze sind voll. Verkaufe überschüssige Ausrüstung und dürfte sie von dir verdienen. Wow, ja, okay, stimmt. Ich wollte eigentlich zum Händler und ich wollte eigentlich den Raum der Wünsche. Warte mal, stopp. Bevor ich dahin gehe, gehen wir doch nochmal ganz kurz zurück zu Hogwarts. Und was ist denn die Kartenfirma? Achso, geh nochmal in den Raum der Wünsche rein und ja... Wollen noch mal ganz kurz die Sachen identifizieren, die wir gerade schon gefunden haben. Yep. Ah.
Die Handschuhe sind besser als die ich jetzt habe. Siehste, dadurch weiß ich das jetzt, dass die besser sind. Gigi. Also sind die sogar Schmutz, weil... So, die sind einfach nochmal um 3 besser. Und die haben erhöht Schaden von Defindo. Wir equippen die, sind wir schon bei 185 Offensive, ne? Das ist schon gut, ja. Hier war jetzt nichts Besseres drin, außer dass das halt ein Edelstein, ne? Fokus der alten Magie, erhöhte Vollrate der alten Magie. Aber gehen halt um 15 runter, aber der Edelstein ist schon sick. Imperio-Ziele verursachen zusätzlichen Schaden. Cool. Wir haben was Legendäres. Ich bin jetzt entspannt durch den. Okay. Sehr geil, sehr geil, sehr geil. Hier ist noch was Legendäres. Bei den Schaden von Crucio. Nutzen wir denn die Fähigkeiten Crucio so oft? Ich meine, den Schaden spinnen, das kannst du ja ganz. Ah, das habe ich ja noch gar nicht, ne? Die Findo. Oh, schade. Expelliarmus. Confringo. Und Incendio. Okay, gut. In Hogwarts hatten wir jetzt kein Händler direkt, ne? Hier ist noch ein kleines Banditenlager. Vielleicht können wir das ja zwischendurch noch einmal ausschalten. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz nach Hogsmeade, weil ich ganz gerne ganz schnell mal kurz zum Händler möchte. Ja, ist ja egal, welchen. Ich gehe jetzt. Was ist denn das hier? Achso, Schriftwahl. Schriftwahl sollte ich mir auch nochmal angucken, bevor ich jetzt eigentlich irgendwo hingehe. Ich brauche noch nicht alle. So, ich kann nochmal ganz schnell einen Händler aufsuchen. Hier links ist doch gleich einer. Ich kann mich stets darauf. Ach, er. Ah, wie schön, Sie wiederzusehen. Genau. Ich möchte jetzt aber bei ihm nichts kaufen. Kann ich irgendwie gleich alles gleichzeitig verkaufen? Nein, ne? Wir verkaufen auch das Legendäre, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Oder wollen wir das noch behalten? Das klaut halt nur Platz, eigentlich brauche ich das nicht. Eigentlich klaut das nur Platz. Ich meine, nice to have, so, ne? So ist es ja nicht. Okay, warte mal. Actually, behalte ich das nochmal? Ja, es ist halt nice to have und cool zu haben, ne? Aber ehrlich gesagt... Weg. Weg und weg. Wir sprechen gleich nochmal. Danke fürs Vorbeischauen. Ja, danke auch für dein Geld. Dankeschön. Echt lieb von dir, du. Mensch, erstmal angenehm, dass wir viel mehr Platz jetzt haben. Das ist das, was wir jetzt schon haben. Das war doch das hier, ne? Ja. Gut, ich würde sagen, wir equippen das hier. Es sieht halt so hässlich aus. Ich finde es halt sehr schade, dass man nicht einfach die Sachen anbehält, die man schon anzieht. Also wenn ich da sage, jetzt mal, ich ziehe jetzt das an, ich ziehe das an, ich ziehe einfach mal alles an, was ich denke. Lassen das mal, das sieht cooler aus. Und hier nochmal ganz kurz. Das. Wenn ich halt so ganz gerne anhabe, dann würde ich auch ganz gerne anbehalten. Kopfbedeckung habe ich meistens ganz gerne aus und die Brille ehrlich gesagt auch. So. Würde ich auch ganz gerne anbehalten, aber sobald ich halt was Neues anziehe, ist es halt so, dass das Neue oder das andere rübergezogen wird, was halt sehr schade ist. Stupor brauche ich alles nicht. Dunkle Künste kann ich noch gar nicht verwenden, weil noch nicht gelernt. Die Sende, die Fände wirken muss und diese. Habe ich leider auch noch nicht. Brauche ich, um das da freizuschalten, weil deswegen kann ich sonst nicht lernen. Raum der Wünsche könnte ich hier auch nochmal anfangen. Warte mal, was die will. Der Schaden und die Dauer des Kampfunfähigkeitseffekts von Araunen sind erhöht. Okay, brauche ich jetzt nicht. Brauche ich auch nicht. Die Dauer des Effekts Fokustrank brauche ich jetzt auch nicht. Stimmt, die Quest muss man auch noch machen, ne? Ripperino. Schockfluch. Ja, das sind die dunkle Künste, die habe ich leider alle. Oh, das war, ich gebe dir mal eine Sekunde. Die habe ich leider alle. Schade. Haupttalente.
So, das ist gut, dass wir das jetzt mal haben. Das und das. Können wir eigentlich alles mitnehmen? Also alles maximal verbessern oder eher weniger? Hm. Sammlungen haben wir auch noch einiges vor uns. Ne? Also wir haben definitiv noch nicht alles. So, Aufträge, genau. Dies, das, Ananas. Hier haben wir noch ganz viele Nebenaufträge, die wir noch gar nicht machen können, weil wir noch gar nicht das entsprechende Level sind. Machen wir auch noch eine Geschichte von Roland Arux. Machen wir auch noch alles, steht auch noch in Frage. Na, wonach suchen Sie heute? Kommt noch und ja, kommt mit der Zeit, sagen wir es so. So, ich alles verkauft, finde ich angenehm. Danke fürs Vorbeischauen. Ich möchte mich jetzt aber mit Diekse treffen und ja, das eine Tier zu zähmen, was ich zähme. Kann ich eigentlich alle Tiere zähmen, die man so findet? Oder gibt es da eine Begrenzung? Wäre schade. Wäre doch sehr schade. Kann ich schon? Kann schon. So, 500 Meter in den westlichen Teil der Map fliegen. Tun wir das einfach mal. Ist ja angenehm. Ja. Wir haben neben der Dings, neben der Quest noch einen Banditenlager. Nimm ich ehrlich gesagt nach hinten mit und dann gehen wir sofort dahin. Und das sind auch schon die Ballons, sehe ich gerade. Wir haben also auch noch nicht alle Ballons. Okay. Nehmen uns, also rechts neben uns ist der verbotene Wald. Hier, der hier. Weil da Kreaturen lauern, die wir uns eigentlich gar nicht als Schüler erlauben dürfen. Aber wir haben schon einige besiegt, also von daher. Passt das. Wir sind doch hier wieder der exzellente Schüler und was weiß ich. Hm, so. Wo haben wir denn? Da oben ist Nummer 3. Wait, wo ist Nummer 4? Da hinten. Okay, schon gefunden. Also im Großen und Ganzen, ich bin jetzt seit einigen 24 Stunden oder 25 Stunden mittlerweile bei dem Spiel dabei. Ich finde die Map mittlerweile schon klein. Also ich meine, die ist immer noch groß verhältnismäßig zu anderen Spielen, aber so an sich. Ja, aber dafür hat sie sehr viele andere Sachen, also sehr viele kleinere, oder ist einfach detaillierter, sagen wir es so. Dafür finde ich sie sehr, sehr viel detaillierter. Entschuldigung. Wir können uns mit Deeks treffen. Da wird jemand sein. Das ist wirklich armselig. Akio, Incendio. Keine Chance. Exiliam. Feigling, kämpfe mit Tieren mit dem. Armselig. Akio. Doktor. Incendio. Meinst du, dass das so ist? Expelliarmus. Confringo. Ach ja, stimmt. Wir haben ja alle tot. Jupp, alle sind tot. Und hier hinten haben wir schon die Kiste. Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Verbrennen. Sammlung aktualisiert. Sehr schön. So schnell kann es gehen, also. Wir haben jetzt ja nicht wirklich lange gebraucht. Machen noch. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich mag mich. Machen noch eben. Hier ist noch eine Höhle. Ich weiß, ich wollte das gar nicht so machen. Wir gucken uns doch schnell das an und machen die meines Quest und dann gehen wir sofort weiter. Hier haben wir aber noch eine Höhle. Wo führt uns die denn hin? Ah ja. Tauchen wir doch einfach mal ein und gucken, wo uns das hinführt. Hui. Hui. Sieht interessant aus, ja, definitiv, sowieso. Ach, schade. Es ist natürlich nicht so gut, wie ich es mir gedacht habe. So, tauch bitte, dass wir schnell wieder rüberkommen und direkt hier wieder rauskommen. Na, okay, es ging relativ fix. Ich bin sehr begeistert, sehr angenehm. Revelio. So, da unten haben wir noch ganz viel Mondstein. Möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht mitnehmen. Wir sind schon wieder drei Banditen, sehe ich gerade. Nee, die waren hier. So, davon war die Merlins-Quest. Was genau sollten wir bei der Merlins-Quest eigentlich mal machen? Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ich nehme an, dass wir Confringo! Expelliarmus! Accio! Wir sollten Incendio! Accio! Levioso!
Incendio. Accio. Welche Fähigkeit sollten wir da auch nochmal nutzen? War das die Pulse? Habe ich auf der 3. Impulso. Lumos. Reparo. Ich weiß gar nicht mehr, welche Fähigkeiten wir auf diese Dinger nutzen sollten. War das Schwebedings da? Levioso. Accio. Expelliarmus. Incendio. Würde mir jetzt eine. Ah, okay. Okay. Deswegen können wir es auch nicht machen. Alles klar. Jetzt wahrscheinlich erst, oder? Confringo! Okay, wir müssen uns ein bisschen. Wir müssen sogar ein bisschen laufen. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Das hast du gut erkannt, danke. Okay, das war doch einfacher. Ich dachte, ich habe dich markiert, weil bei einigen habe ich sie ja schon mal aktiviert. Und deswegen dachte ich jetzt, gut, die ist schon aktiviert. Lass uns doch schon mal anfangen. Habe ich es leider noch nicht getan. So, wir haben jetzt alle Sachen. Wir gehen sofort zu Dick und machen. Es ist, als ob die Natur selbst. Machen wir sofort hier die Aufgabe. Hallo, Dick. Hm. Sehr schön. Hallo, Dick. Machen wir weiter? Ja, gut. Dick hatte schon Sorge, dass sie ein Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobba-Knolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Dick hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Das hört sich doch gut an. Was, wenn ich keine Tierwesen finde? Was, wenn ich ein Tierwesen nicht in seinem üblichen Lebensraum finde? Tierwesen entfernen sich selten weit von ihrem Heim. Suchen sie in der Nähe oder warten sie einfach, bis sie zurückkommen. Mhm. Hast du irgendwelche Tipps, wie man schwer fassbare Tierwesen rettet? Levioso ist nicht bloß hilfreich, um fliegende Tierwesen zu retten. Sie erwischen damit auch allgemein schwer greifbare Tierwesen. Verwenden sie diesen Zauber, wenn sie auf ein kleines oder schwer zu fassendes Tierwesen treffen. Das ist doch ein ganz guter Rat, gut zu wissen. Danke, Dick. Würdest du mir vielleicht davon erzählen, wie es war, für deinen früheren Herrn zu arbeiten? Dicks Herr war nicht nett zu Tierwesen oder zu Dick. Für ihn waren sie nur eine Einnahmequelle. Als Trankzutat, Arbeitstier und mehr will Dick nicht sagen. Aber Dick ist gerne in Hogwarts, wo er sich um Tierwesen kümmern und alles wieder gut machen kann, wozu sein Herr ihn gezwungen hat. Aber das ist doch überhaupt nicht deine Aufgabe, Dick. Du bist nicht deines Vaters schuld, also. Ich versuche, einen Jobba-Knoll zu retten. Dann rette ich mal einen Jobba-Knoll. Ach, Jobba-Knoll, nicht Jobba-Knoll. Dick wird hier warten. Jobba-Knoll. Alles klar. Also, wir können Levioso verwenden, damit wir die Tiere verlangsamen können. Levioso! Das ging schneller als gedacht. Danke. Ruhig. Jobba, ich tu dir nichts. Jobba, Knoll. Das ging doch sehr, sehr einfach. Super, schön. Dick, wir sind fertig. Ich habe einen Jobba, Knoll gerettet. Dick hofft, dass ihr Jobba, Knoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Dick weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Dick trifft sie dort. Ich habe sie schon gesehen, als wir abgeflogen sind. Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Sicher bin ich mir definitiv nicht, aber naja, egal. Oh, Mapgrenze. Boah, mit der Mapgrenze ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Und hier oben gibt es sogar den Teleport, den wir noch nicht hatten. Sehr schön. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Hallo, Dick. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Okay, ich rette Mondkalb.
Wie bist du in Hogwarts gelandet? Wie kamst du nach Hogwarts, nachdem du für deinen früheren Herrn gearbeitet hast? Deeks früherer Herr hatte keine Familie. Als er starb, wurden seine Hauselfen demnach vom Ministerium umverteilt. Deek hat es am besten getroffen, da Deek nach Hogwarts kam. Deeks Freunde hatten nicht so viel Glück. Kommen wir eigentlich nochmal in die große Stadt oder sind wir jetzt wirklich nur hier? Weil eigentlich gab es doch auch in Harry Potters eine riesige Stadt. So im 7. und 8. Da kommen wir da auch nochmal hin. Das wäre ultra geil. Wenn ich alle Bock hätte, ich denke aber nicht. Schade. Ich rette einen Mondkalb. Dann suche ich wohl mal einen Mondkalb. Ja. Deek wartet auf ihre Rückkehr. Cool, danke.